Wir haben die letzten Wochen am Mittwochabend die Essenz der Buddha-Lehre besprochen. Immer einen Teil davon. Die Essenz, die sich in den vier edlen Wahrheiten zeigt und die der Buddha, als wir zur Erleuchtung kamen, formuliert hat. Es ist eine Lehrrede, die wir besprochen haben, die heißt Tiefsinnige Fragen. Und da ist jemand, der den Buddha viele Fragen stellt. Und diese Frage, die er hier stellt, heißt, inwiefern ist man kundig und von durchdringender Weisheit? Worauf der Buddha ihm antwortet, dass kundig sein und von durchdringender Weisheit bedeutet, dass man die vier edlen Wahrheiten dem Sinne nach versteht. Und die vier edlen Wahrheiten, ich wiederhole das nur ganz kurz für all diejenigen, die die letzten Wochen nicht hier waren. Die anderen wissen ja, wovon wir geredet haben. Die vier edlen Wahrheiten als Erleuchtungsmotiv, die er formuliert hat, die erste edle Wahrheit sagt, dass Unerfülltheit und Unzufriedenheit und Leid und Kummer in jeder Existenz vorhanden sind. Und die zweite edle Wahrheit sagt, dass es nur einen einzigen Grund für dieses Unerfülltsein, Unzufriedensein, nicht vollkommenen Frieden finden gibt. Und das ist die Begierde. Das Begehren, was auch natürlich die Ablehnung mit einschließt. Die dritte edle Wahrheit ist ein Versprechen des Buddhas. Er sagt, es gibt eine Möglichkeit, aus jeder Problematik herauszukommen. Es gibt die Möglichkeit, frei zu werden von jedem Leid, jeder Unerfülltheit, jeder Unzufriedenheit. Und die vierte edle Wahrheit ist die, die wir besprechen, nämlich den Weg dorthin. Und das ist ja im Prinzip auch das einzig Interessante an der ganzen Sache. Nämlich, wie macht man das? Und da ist der Buddha ein Genie in der Erklärung, wie macht man das? Er hat uns Methoden übermittelt und die Erklärung der Methoden, wie sie funktionieren können. Und wieso wir sie anwenden sollen. Der nächste Schritt ist unser, sie anzuwenden. Wenn wir sie nicht anwenden, nutzt uns die beste Methode nichts. Die Methoden sind 2500 Jahre alt und haben seitdem immer für jeden, der sie wirklich angewendet hat, funktioniert. Aber dazu kann man noch sagen, dass die wenigsten Menschen sie anwenden. Prozentual gesehen mit der Bevölkerung dieses Erdballes. Aber auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit. Sie existieren, die Methoden, sie sind überliefert, wir können sie nachlesen, wir können sie hören und wir können versuchen, etwas mit ihnen zu machen. Die Methode ist der edle achtfache Pfad. Dieser edle achtfache Pfad, so ist sein traditioneller Name besteht, wie man hört, aus 8 Schritten und aus 3 Teilen. Diese 3 Teile ist die Dreiteilung der ganzen Lehre. Auf Pali, die Sprache des Buddha, Sila, Samadhi und Panya. Sila, die Ethik, moralische Benehmen. Wir können das vergleichen mit der weltlichen Ebene, mit der wir ja ständig zu tun haben, auf der wir leben, die wir in irgendeiner Weise harmonisch gestalten müssen, um überhaupt unser Leben in irgendeiner Art von Balance zu halten. Diese Ethik auf der weltlichen Ebene bezieht sich auf die Tugendregeln. Nicht töten, nicht stehlen, sexuellen Missbrauch vermeiden, nicht lügen, keine groben Worte verwenden, kein Alkohol und keine Drogen.
Dazu gibt es natürlich, und das haben wir auch schon mehrere Mittwochabende besprochen, das Üben des Gegenteils. Von all diesen fünf gibt es ein Gegenteil zu üben. Im ersten Fall die Harmlosigkeit, die liebende Güte, das Mitgefühl. Im zweiten Fall die Gebefreudigkeit. Geben ist seliger als nehmen. Im dritten Fall Verantwortungsbewusstsein und Treue. Im vierten Fall Wahrheit sprechen, Wahrheit suchen, Wahrheit erkennen. Und im fünften Fall Achtsamkeit und Meditation, die uns helfen, den Geist zu klären. Und das ist die erste Ebene, die angesprochen wird, die weltliche Ebene des ethischen Benehmens. Es gibt keinen spirituellen Pfad oder spirituelle Lehre, die wert ist, sich mit ihr abzugeben, die nicht diese Ethik beinhaltet, wie immer sie auch ausgedrückt wird. Die Worte bedeuten da nichts. Die Hauptsache ist, dass man den Sinn versteht. Die zweite Ebene, und das ist die, mit der wir jetzt beschäftigt sind, ist die Ebene der Konzentration, Meditation. Aber es ist auch vor allen Dingen eine Änderung des Bewusstseins, ein anderes Blickfeld, eine tiefere Perspektive. So können wir sehen vielleicht daran, dass diese drei Ebenen aufeinander aufbauen, auch voneinander abhängig sind natürlich. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und dass wir immer tiefer und tiefer schauen können, bis wir einmal die absolute Wahrheit erkennen. Die Ebene, mit der wir im Moment uns beschäftigen, die zweite Ebene überhaupt der ganzen Lehre, heißt in dem achtfachen Pfad rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Das Wort rechte ist immer bei allen von diesen acht Schritten davor gesetzt. Das Wort rechte bedeutet zwei Dinge. Es bedeutet zuerst einmal, dass man es richtig machen muss. Und das ist klar, recht richtig machen. Aber sich auch mit dem Rechten beschäftigen. Wir haben vorige Woche den ersten Schritt davon besprochen, die rechte Anstrengung. Wie man sich anzustrengen hat, wenn wir von einer spirituellen Lehre sprechen. Wir kommen zu der rechten Achtsamkeit. Bei der rechten Achtsamkeit haben wir zwei interessante Phänomene. Das erste ist, es ist recht, wenn wir sie fortdauernd benutzen. Sodass immer, wenn wir vergessen, wir natürlich keine Achtsamkeit haben. Aber ganz wichtig dabei ist auch, was wir Wissensklarheit nennen. Wissensklarheit ist ein Begleiter von der Achtsamkeit. Erst einmal die Achtsamkeit erklären, was das überhaupt bedeutet. Ein Wort, das uns eigentlich nicht fremd ist, denn man sagt, gib Acht, Achtung, sei achtsam. Und es ist auch eine Geisteshaltung, die uns nicht fremd ist. Denn sie ist absolut notwendig zum Überleben. Wenn wir unsere Achtsamkeit zum Beispiel beim Autofahren vollkommen verlieren, haben wir ein großes Unglück. Wenn wir die Achtsamkeit bei kleinen Dingen verlieren, haben wir kleines Unglück. Je mehr Achtsamkeit wir haben, desto einfacher gehen uns die Dinge von der Hand. Diese Art Achtsamkeit kennt jeder. Diese Art Achtsamkeit benutzt auch jeder. Und wenn wir sie nicht benutzen würden, würde es uns nicht gut gehen. Aber wir machen einen Schlussstrich bei der Benutzung dieser Achtsamkeit. Wir benutzen so viel Achtsamkeit, wie wir brauchen, um im täglichen Leben gut über die Runden zu kommen.
und seinen Beruf auszuüben, keine Riesenfehler zu machen. Wenn wir die Achtsamkeit verlieren, machen wir Fehler. Irgendjemand wird es schon merken und wieder in Ordnung bringen. Wir sind auch natürlich beschäftigt mit der Achtsamkeit, sobald es sich ums Überleben handelt. Soweit wissen wir Bescheid. Das aber nicht die rechte Achtsamkeit. Das ist die notwendige Achtsamkeit. Das ist die Achtsamkeit, ohne die wir überhaupt dieses Leben nicht meistern würden. Aber die rechte Achtsamkeit geht viele Schritte weiter. Und diese rechte Achtsamkeit ist dann eine spirituelle Geisteshaltung und nicht mehr nur mit dem Überleben und mit über die Runden kommen und mit möglichst keine Fehler machen beschäftigt, sondern sie ist mit Erkennen beschäftigt, die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit erkennen ist natürlich nicht leicht, denn wir sind alle beeinflusst von den Menschen und den Ideen um uns herum. Und da leben wir auf einer recht oberflächlichen Ebene. Das hat nichts mit Philosophie oder Psychologie zu tun, sondern es hat einzig und allein damit zu tun, dass wir wohl die Dinge erleben, sie aber nicht erkennen. Wir erleben ständige Wechsel, wir erleben ständige Unbeständigkeit, aber wir erkennen es nicht. Wir erkennen nicht, was das für uns bedeutet. Wir versuchen, der Buddha hat gesagt, wir versuchen die Dinge, die so wechselhaft und unbeständig sind, beständig zu machen. Und wir versuchen zu, in dem, was eigentlich Leid verursacht, Glück zu finden. Und das, was uns eigentlich Glück verursachen könnte, sehen wir als Leid an. Also wir haben eine Art und Weise, uns dem Leben zu nähern und den Dingen überhaupt Verständnis gegenüberzubringen, was auf unseren Begierden beruht und was auf unserer Ich-Bezogenheit. So hätte ich es gerne. Und da ich so gern hätte, rede ich mir ein, das ist schon so. Und wenn es dann nicht so ist, dann wird man etwas ärgerlich. Die Achtsamkeit soll uns helfen, das eines Tages zu durchbrechen. Das sind Mauern und Begrenzungen, Vernebelungen, die jedem Menschen eigen sind. Es gibt keinen Menschen, der nicht diese Vernebelungen, Begrenzungen und Mauern um sich aufgebaut hat. Es ist einfach gar nicht möglich, denn durch unsere Art des Lebens, durch unsere Art der Beeinflussung und durch unsere Gewohnheiten geschieht das. Das anders zu sehen, anders zu verstehen, in die Tiefe zu schauen, braucht Arbeit. Arbeit auf der spirituellen Ebene, wozu die meisten Menschen nicht bereit sind, weil sie vielleicht ganz richtig sagen, ich arbeite schon genug. Aber die Arbeit, die wir im Allgemeinen verrichten, ist die Arbeit auf der weltlichen Ebene, die uns Gewinn bringen soll. In irgendeiner Form, entweder Anerkennung oder Geld oder vielleicht auch Ruhm und eine Befriedigung. Das ist eine Arbeit, die wir alle kennen und natürlich müssen wir genügend davon leisten, um unseren Lebenserwerb auch zu haben. Aber die Arbeit auf der spirituellen Ebene sieht anders aus. Die Arbeit auf der spirituellen Ebene bedeutet, dass wir eine Achtsamkeit, ein Aufpassen auf uns selbst entwickeln, das uns ganz deutlich zeigt, was und wieso wir es tun. Und dann kommen wir zuerst einmal vielleicht zu der Wissensklarheit als Begleiter für die Achtsamkeit. Bevor ich die Wissensklarheit erkläre, möchte ich die Worte des Buddhas noch vorlesen, die er über die Achtsamkeit gesagt hat. Ich habe sie schon öfter erwähnt, aber es schadet nicht, sie noch einmal auch vorzulesen. Nur einen einzigen Weg gibt es, der Menschen Reinheit führt, zur Überwindung von Sorge und Jammer, zum Untergang von Schmerz und Kummer,
Zur Gewinnung des rechten Pfades und zur Verwirklichung des Nibbana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Er sagt, es gibt nur einen einzigen Weg. Das hört sich dann so an und hat sich, ist schon oft geglaubt worden, dass man nichts anderes tun braucht. Das stimmt aber nicht. Die Achtsamkeit muss dabei sein. Bei der Meditation, wenn wir auf den Atem achten, so heißt es auf Pali Anapanasati. Sati ist Achtsamkeit. Anapana, einatmen, ausatmen. Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmen. So, dass die Achtsamkeit immer dabei ist. Sie ist sozusagen der Anfang von allem. Und die anderen Dinge können nur dann sich entwickeln, die anderen Übungen, Methoden können sich nur dann entwickeln, wenn die Achtsamkeit schon etwas etabliert ist. Daher, die Achtsamkeit, die wir lernen, auf dem Meditationskissen, während der Meditation, ist etwas, was uns im täglichen Leben begleiten sollte. Die Achtsamkeit ist unser bester Freund. Es gibt keinen besseren. Wenn wir diesen Freund wirklich einmal bei uns zur Seite halten, uns ständig mit diesem Freund zusammentun, kann uns nie etwas Schlechtes passieren. Denn das, was uns Schlechtes passiert, ist ein Resultat der Unachtsamkeit. Aber die Unachtsamkeit bedeutet wieder nicht, auf der weltlichen Ebene zum Beispiel sich einen Finger zu schneiden. Das ist auch unachtsam. Und ein Autounglück haben ist auch unachtsam sehr häufig. Aber das bedeutet das überhaupt nicht. Die Achtsamkeit zusammen mit der Wissensklarheit bedeutet, dass wir uns selbst erkennen. Die Wissensklarheit hat vier Schritte. Der erste ist ein ganz wichtiger, sich einmal darüber klar zu werden, wieso wir etwas denken, sagen oder tun. Wozu? Was ist unser Motiv dahinter? Was haben wir im Sinn? Und wenn wir diesen Gedanken, der ja alles anleitet, in der Beziehung untersuchen, so können wir uns das noch leichter machen, indem wir ihn so untersuchen, um festzustellen, ob der Gedanke ein Selbstsicher ist. Ein Gedanke von eigenen Meinungen geprägt. Ein negativer, ablehnend, widerwillig, ärgerlich. Oder ein Gedanke, der meine eigene Überlegenheit beweisen sollte. Ein Gedanke, der also so begrenzt ist, dass es sich nur um mich selbst dreht. Das hört sich eigentlich ganz selbstverständlich an. Ist nicht so einfach. Denn wir haben eine sehr interessante Fähigkeit, alle. Wir können jeden Unsinn, den wir denken, rechtfertigen. Es gibt für alles irgendeinen Grund. Irgendjemand hat was gesagt, sieht nicht so aus, wie wir es uns vorgestellt haben, hat nicht die Fähigkeiten, die wir wollen, liebt uns nicht genug, erkennt uns nicht genug an. Was immer es sei, es gibt einen Grund. Wir rechtfertigen es. Und im Moment, wo wir die Negativität im Gedanken rechtfertigen, sind wir dieser Negativität vollkommen ausgesetzt. Denn dann scheint sie richtig zu sein und dann sind wir verloren. Wir verlieren uns in ihr. Ob der Mensch oder die Situation oder die Dinge, über die wir negativ denken, überhaupt das je erfahren werden, ist zweifelhaft. Vielleicht sagen wir es gar nicht oder tun auch gar nichts dazu. Wem schaden wir also mit dieser Negativität? Doch nur uns selbst. Kein anderer kann darunter leiden, nur wir selber. Und das ist der Grund, warum der Buddha gesagt hat, dass wir das, was wir glauben,
was uns Glück bringt, in Wirklichkeit Leid bringt. Wenn wir über jemanden negativ denken, ohne überhaupt etwas zu sagen oder zu tun, so glauben wir vielleicht, das ist richtig. Aber leiden tun wir nur selber. Je öfter wir es tun, desto mehr leiden wir. Und je mehr wird es auch eine Gewohnheit. Und das gewohnheitsmäßige Denken ist noch schwieriger loszuwerden als das, was wir nur ab und zu einmal tun. Die erste Untersuchung, also die wir bei der Wissensklarheit einleiten müssen. Wozu? Warum? Wieso denke ich das? Hat es einen guten und einen beglückenden Zweck? Was ist der Zweck? Wenn ich jetzt festgestellt habe, dass der Zweck nicht eigensüchtig ist, dass der Zweck beglückend für mich und andere sein kann, dann ist die nächste Untersuchung. Das, was ich jetzt also vorhabe, zu sagen oder zu tun, ist das das beste Mittel. Die besten Mittel werden in des Buddhas Lehre sehr häufig angesprochen. Wird auch gesagt, die Kunst des Möglichen. Der Buddha war ein äußerst pragmatischer Lehrer, der mit der Realität gearbeitet hat, in der wir uns befinden, uns aber den Weg gezeigt hat, diese Realität zu transzendieren. Und nur wenn uns das interessiert, interessiert uns die Buddha-Lehre. Wenn wir also etwas gedacht haben und wir sind fest davon überzeugt, richtig oder falsch, dass es beglückend und hilfreich sein kann, mit diesem Gedanken etwas zu tun, dem nachzufolgen, dem weiterzuführen, diesen Gedanken, was wir letzte Woche schon mit der rechten Anstrengung besprochen haben. Dann müssen wir die Mittel untersuchen. Haben wir die rechten Mittel zur Hand? Sind die rechten Mittel vorhanden? Bei einer Handlung ist es vielleicht sogar einfacher zu untersuchen, ob wir jetzt die rechten Mittel benutzen. Bei der Sprache hat der Buddha noch eine Möglichkeit uns gezeigt, das noch einmal zu untersuchen. Es verhindert natürlich impulsives und instinktive Reaktionen im Sprechen, was äußerst hilfreich sein kann. Es verhindert nicht, spontan zu sein, aber es verhindert, impulsiv zu sein und seinen Instinkten zu folgen. Die Instinkte, die die Menschheit hat, sind alle auf Sinnesbefriedigung ausgerichtet. So dass wir sehr viel profitieren, wenn wir diese Instinkte nicht gleich verfolgen. Hört sich vielleicht etwas schwierig an, aber wenn man Achtsamkeit benutzt und auf sich selbst aufpasst, dann wird einem das ganz klar. Bei der Sprache hat der Buddha Folgendes gesagt, wenn man etwas weiß, was einem anderen schaden kann und es ist unwahr, sollte man es nicht sagen. Wenn man etwas weiß, was einem anderen schaden kann und es ist wahr, sollte man es auch nicht sagen. Wenn man etwas weiß, was einem anderen helfen kann und es ist unwahr, sollte man es nicht sagen. Und wenn man etwas weiß, was einem anderen helfen kann und es ist wahr, sollte man den rechten Moment finden. Das natürlich bedeutet, dass man noch weniger impulsiv redet. Außer man hat sich schon lange genug trainiert, um zu wissen, dass man nicht versehentlich falsche Worte verwenden wird. Die rechte Zeit, um etwas zu sagen, was der nächste Schritt nach dem Denken ist, das Sagen. Wir haben drei Tore, Denken, Sagen und Handeln. Also der nächste Schritt ist das Sprechen. Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, dem anderen etwas zu sagen, was ihm hilfreich sein soll, wenn man zu der Zeit überhaupt keine Ablehnung für diesen Menschen hat, sondern ein Gefühl der Liebe und Zuneigung. Der rechte Zeitpunkt ist gekommen, wenn der andere gewillt ist, zuzuhören und wenn genügend Zeit ist, etwas auszuführen, zu erklären, man also
sozusagen die Beziehung zu dem anderen Menschen, mit dem man sprechen will, auf eine Ebene bringen kann, wo die Worte nicht alleine ausschlaggebend sind. Worte sind nie allein ausschlaggebend, es ist immer das Gefühl, was hinter den Worten steht. Worte sind übrigens Konzepte, mit denen wir die Dinge, die wir denken und ausdrücken wollen, stetig machen wollen. Wir wollen sie, also sehr häufig sogar, zu einem vollkommenen Stillstand bringen. So ist es und nicht anders. Was nie stimmt. So dass unsere Worte immer etwas mangeln. Es ist nie alles vorhanden in den Worten. Aber das Gefühl dahinter macht dann den Unterschied. Wir haben also die rechten Mittel zu untersuchen. Das kann einige Minuten dauern. Was bedeutend besser ist, sich da einige Minuten in Schweigen zu hüllen, als sofort mit irgendetwas rauszuplatzen. Was ja auch häufig genug vorkommt, wo der andere dann vielleicht entsetzt ist und man dann sagen muss, ach, so habe ich es ja gar nicht gemeint. Diese Dinge sind auf den zwischenmenschlichen Beziehungen sehr häufig der Auftakt für all die Schwierigkeiten, die wir kennen und hören und erleben zwischen Menschen. Wir leben alle zusammen auf diesem Erdball und wo man hinschaut, gibt's Schwierigkeiten. Ob das jetzt in der Familie ist oder im Geschäftsleben oder auf der Ebene des Krieges oder der Ökonomie, wo immer es sei, auf der Ebene der Religion, überall haben Menschen mit anderen Schwierigkeiten. Meinungen sind nicht die gleichen. Sie sind Auftakte dazu für Argumente. Der innere Frieden ist dadurch unmöglich zu finden. Und wo kein innerer Frieden ist, gibt es keinen äußeren Frieden. All das zu bekommen, was man gerne hätte, bringt noch lange keinen Frieden. Denn hat man das eine, will man das nächste. Da hängt übrigens in dem Türrahmen, in diesem Türrahmen außen, da hängen ein paar Sprüche von Wilhelm Busch, von dem ich immer geglaubt hatte, er wäre nur ein Humorist. Im Gegenteil, er war ein ganz tiefsinniger Denker. Und einer der Sprüche handelt davon, ich weiß ihn jetzt nicht auswendig, aber man kann ihn da gerne lesen, er hängt da, handelt davon, dass wenn man was das bekommen hat, was man haben will, man das nächste haben will. Auf die Art und Weise kann man nie zum Glück kommen. Wenn man es lange genug probiert hat, merkt man es selbst. Aber sehr häufig wollen wir es gar nicht wahrhaben. So kann es doch gar nicht sein, alle anderen probieren es doch auch so. Und dann macht man Kompromisse, was ja immer noch besser ist, als sich aufzulehnen. Kompromisse mit den Dingen und den Menschen in Situationen, mit denen man zusammenkommt und sagt, naja, es ist eben das Beste, was ich kriegen kann. Ist auf jeden Fall besser, als sich darüber zu ärgern und abzulehnen. Wenn wir also die Motive und den Zweck unseres Denkens untersucht haben, uns einig sind, dass es nicht total ich-bezogen ist, sondern dass wir auch dabei an andere Menschen Glück denken und dann sogar das rechte Mittel gefunden haben, um diese Gedanken auszudrücken. Dann kommt der nächste Schritt der Untersuchung. Der nächste Schritt der Untersuchung ist der Zweck meiner Gedanken und die Mittel, die ich anwenden will, sind sie alle ethisch unanfechtbar? Das heißt also, wir sagen dazu, sind sie alle auf der Ebene des Dhamma. Dhamma bedeutet in diesem Fall die Lehre des Buddha. Bedeutet viele Dinge. Es bedeutet Gesetz, Naturgesetz, Wahrheit. Aber am meisten benutzen wir das Wort Dhamma dafür, um die Lehre des Buddha zu bezeichnen. Das heißt also, sind beide der Zweck und
die Mittel. Im Dhamma verankert, ethisch unanfechtbar, nicht selbstsüchtig, sondern auf einer Ebene, die, man könnte sagen, die der Buddha auch verfolgt hätte. Man kann sich also sozusagen vielleicht folgende Frage stellen. Ist das, was ich hier vorhabe, etwas, was der Buddha auch gemacht hätte? Ganz einfach, ne? Und wenn man sich das dann so ungefähr so vorstellt, kann einem sehr leicht passieren, dass unser Gewissen, was wir laut und deutlich in uns tragen, sich meldet und sagt, nein, das hätte er bestimmt nicht gemacht. Abstand nehmen. Es gibt keine Mittel, die den Zweck heiligen und umgekehrt. Beides muss vollkommen unanfechtbar sein. Sowohl der Zweck wie die Mittel. Das heißt also, man kann sich vorstellen, ist das, was ich hier mache oder machen will, ich habe es ja noch nicht gemacht, das, was ich machen will oder was ich sagen will, wirklich so, dass es Harmonie, Frieden, Glück um sich verbreitet, oder könnte es den gegenteiligen Effekt haben? Wenn ich festgestellt habe, dass es in Ordnung ist, dann erst damit anfangen, es sagen oder tun. Und dann, wenn das Sagen oder Tun vorbei ist, untersuchen, ob man den Zweck, den man vorhatte, auch erreicht hat. Und wenn nicht, warum nicht? Irgendwas kann ja schiefgelaufen sein. Was war's? Wenn man das immer wieder tut, hat man eine ziemliche Garantie dafür, dass man gutes Karma macht. Das Wort Karma dürfte sich schon so eingebürgert haben in unseren Sprachgebrauch, dass es vielleicht nicht sehr langwierig erklärt werden muss. Es bedeutet Ursache und Wirkung. Es bedeutet, wie du säst, sollst du ernten. Und trotzdem man öfter mal hört, dass es so etwas gar nicht außerhalb des Buddhismus gibt, so ist das ein Fehlgedanke. Wie du säst, sollst du ernten, kann man sehr leicht in dem Neuen Testament finden. Das ist Karma, Ursache und Wirkung. Wenn man also sich mit diesen Methode beschäftigt, und es ist eine reine Methode, eine Methode der Geistesuntersuchung, des eigenen Geistes. Wenn man das immer wieder aufrechterhält, sich immer wieder damit beschäftigt, dann kann man ziemlich gewiss sein, dass man gutes Karma macht. Wenn man gutes Karma macht, kann man ziemlich gewiss sein, dass das Leben harmonischer und friedlicher verläuft, dass man nicht allzu viele holprige Stellen kommen, bei jedem kommen irgendwelche, aber nicht allzu viele. Und dass das Anhäufen von gutem Karma sozusagen die Schätze im Himmel sind. Weltliche Schätze anhäufen, das weiß jeder, kennt jeder, haben wir schon wahrscheinlich längst festgestellt, dass das es auch nicht bringt. Jeder hat es ja schon wahrscheinlich eine Weile probiert. Ist auch in Ordnung, aber es bringt es auch nicht. Aber die Schätze im Himmel, im himmlischen Bewusstsein, nicht der Himmel da oben, der grau und trübe auf uns niederschaut, sondern das himmlische Bewusstsein. Und je mehr wir davon anhäufen, desto reicher sind wir. Ganz einfach. Und dieser Reichtum, dieser innere Reichtum, den kann uns keiner streitig machen. Aber nicht nur das, der äußert sich in allem, sogar auf der weltlichen Ebene. Obwohl der Zweck dafür nicht gedacht ist, dass es sich auf der weltlichen Ebene äußert, so ist es ein ganz natürliches Resultat davon. Es ist ein Naturgesetz. Und das Naturgesetz funktioniert auf allen Ebenen. Es funktioniert auf der weltlichen, auf der spirituellen, überall. Ursache und Wirkungs-, Naturgesetz. Diese vier Schritte der Wissensklarheit sind
vielleicht kann man sagen, eine Methode, die der Buddha uns erklärt hat, die uns im täglichen Leben enorm helfen kann. Aber wir müssen uns auch daran erinnern. Und das ist die erste Schwierigkeit. Die meisten Menschen vergessen es. Da hat der Buddha ein nettes Beispiel gegeben. Er hat uns verglichen mit 4 Arten von Tongefäßen. Die erste Art von Tongefäß, die hat unten Löcher. Da kann man so viel schönes, klares Wasser hineingießen, wie man will. Es läuft gleich wieder heraus. Man hört schöne Worte, aber sie laufen gleich wieder heraus. Eine zweite Art von Tongefäß hat Sprünge. Da sickert das schöne, klare Wasser heraus. Man behält es vielleicht, ja, bis man nach Hause kommt oder eine Woche oder vielleicht 2 Tage, so immer. Es sickert heraus. Dann gibt es ein Tongefäß, und das haben wir bestimmt, wenn wir es nicht selber sind, schon kennengelernt. Denn davon gibt es eine Menge. Die sind bis oben ran voll. Mit dem Wasser, was sie schon da angefüllt haben und was der Buddha mit abgestandenem Wasser bezeichnet. Und da kann man kein neues reingießen. Das sind die Leute, die alles wissen. Und dann gibt es natürlich ein Tongefäß, das hat weder Löcher, auch keine Sprünge. Das ist nicht bis oben ran voll, es hat vielleicht ein bisschen Wasser drin. Aber das kann man viel klares Wasser hineingießen. Und das sind die Menschen, die sich an die Lehre erinnern, sich damit anfüllen wollen und dann dieses klare Wasser auch trinken wollen, das heißt, es verwenden wollen. Also, erst muss man sich erinnern. Das ist gar nicht so einfach mit dem Erinnern. Ich persönlich habe mir immer Stichpunkte aufgeschrieben, bis ich mich eines Tages an das erinnern konnte, ohne diese Stichpunkte. So Telegrammstil. Man sich da mal was vorstellen kann drunter. Denn woanders ist es unmöglich, diese Methoden zu finden. Die sind nirgends woanders aufgezeichnet. Und es ist nirgends davon die Rede. Das heißt also, um sich das zu merken, muss man sich irgendwelche Gedanken und Erinnerungsbrücken bauen. Und wenn man sich dann gemerkt oder versucht zu merken oder ab und zu mal auf diesen Zettel guckt und dann versuchen, wirklich zu üben. Bei der Übung wird man merken, dass das nicht immer klappt. Im täglichen Leben, da kommen so viele Dinge auf einen zu, auf die man instinktiv und impulsiv reagiert. Und kaum hat man das getan und hat sich vielleicht daran erinnert, was da gesprochen wurde von dieser Wissensklarheit, dann weiß der Geist, aha, das ist daneben gegangen. Das schadet nichts. Jede Übung bedeutet, dass wir nicht perfekt sind. Und das ist alles, was der Buddha uns vermittelt hat. Üben. Nicht, dass wir perfekt sein sollen. Wenn wir uns vielleicht ein Kleinkind ansehen, das laufen lernt, so fällt es sehr oft hin, weint sogar dabei manchmal, sehr häufig auch gar nicht, rappelt sich wieder zusammen, steht auf und macht weiter. Bis wir eines Tages alle so weit sind, dass wir wie ganz selbstverständlich laufen können. So lange haben wir geübt. Mit allem so. Mit allem, was wir gerne lernen wollen, müssen wir üben. Immer wieder. Und es hat keinen Sinn, was auch sehr oft geschieht und auch nicht hilfreich ist, wenn wir zum Beispiel merken, dass die Übung nicht funktioniert hat, dass wir uns dann dafür tadeln. Das hat überhaupt keinen Sinn. Jetzt haben wir schon die Negativität, dass es nicht funktioniert hat, wir haben nicht aufgepasst. Wir sind daran vorbeigegangen, ohne aufzupassen. Und dann noch tadeln, dann haben wir 2 Negativitäten statt einer. Die erste war, wir haben nicht aufgepasst, und die zweite ist, jetzt tadeln wir uns auch noch. Und das dritte Unangenehme, was daraus sich entwickeln kann, ist nicht nur, dass wir uns tadeln und uns dann nicht gut fühlen, sondern weil wir uns nicht gut fühlen durch diesen Tadel, versuchen wir es nächste Mal nicht.
Wir wollen uns doch gern gut fühlen. Also tadeln ist so ungefähr das Falscheste, was wir tun können. Im Gegenteil, wir sollten uns freuen. Wir sollten uns freuen, wenn wir merken, dass wir die Achtsamkeit verloren haben, dass wir nicht aufgepasst haben, dass wir nicht den Zweck, die Mittel und den ethischen Inhalt untersucht haben. Denn dass wir das merken, bedeutet, dass wir uns erinnert haben. Wenn auch ein bisschen spät, nachträglich, auf jeden Fall haben wir uns erinnert. Und das ist ein Grund zur Freude und nicht ein Grund zum Ärger. Wir können vielleicht daran schon sehen, dass die Methoden und die Lehre des Buddhas fast immer entgegengesetzt dem ist, was wir gewöhnt sind. Wenn etwas nicht funktioniert, sich darüber zu freuen. Wir freuen uns nicht, dass es nicht funktioniert hat. Wir freuen uns darüber, dass wir es gemerkt haben. Denn bis wir anfangen, die Wissensklarheit zu praktizieren, merken wir ja überhaupt nicht, ob wir den Zweck und die Mittel und die ethische Beschaffenheit unserer Gedanken und Worte und Taten überhaupt je untersucht haben. Wir merken es gar nicht. Aber dann merken wir es. Und in dem Moment können wir uns freuen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, denn diese Freude ist notwendig, um die Übung und die Übungen und die Methoden weiter durchzuführen. Ohne Freude macht man nichts. Es soll einem Freude bringen. Nun ist im Allgemeinen so, dass wir unsere Freude als Freude und Vergnügen durch unsere Sinne suchen. Und es ist doch gar nichts dagegen einzuwenden, dass wir das auch bekommen. Ist auch gutes Karma. Aber in einem Menschenleben darf das nicht das Einzige sein. Denn das ist nicht erfüllend genug. Da kommt immer wieder das Gefühl der Leere hoch. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Vor allen Dingen, wenn man es schon eine Weile ausprobiert hat. So, dass wir diese Freude sozusagen als ein inneres Gefühl verstehen können. Und es ist ganz klar, dass wir nur das machen wollen, was uns Freude bereitet. Und auch nur das machen sollten, was uns Freude bereitet. Aber das bedeutet nicht Sinnesvergnügen einzig und allein. Sondern wenn wir erkennen, dass dieses Üben, dieses Praktizieren einen sehr bedeutsamen Eindruck hinterlässt auf uns, dann, weil wir es nächstes Mal dann tun können. Freude ist eine notwendige Gemütsregung für die Meditation. Es ist eine Notwendigkeit, weil ein betrübter, ärgerlicher, ablehnender Geist unmöglich meditieren kann. Freude bedeutet nicht, dass wir den Sinnesvergnügungen nachgehen sollen und dann uns hinsetzen zu meditieren, da werden wir zu sehr abgelenkt. Sondern es bedeutet, dass wir in uns erkennen können, dass wir das Potenzial des höchsten Ideals haben. Dass alle die Möglichkeit haben, der vollkommenen Reinheit, der vollkommenen inneren Schönheit, dass wir alle die jegliche menschliche Problematik transzendieren können und dass dieses Gefühl der Freude, das wir dadurch bekommen und das dieses durch dieses Wissen bekommen, sollten wir dazu auch diese Methoden des Buddha ausüben, dass wir dadurch von der größten Nutzen und Hilfe für andere Menschen sind. Ein freudiger Mensch verbreitet Freude um sich. Ein unglücklicher Mensch verbreitet Unglücklichsein um sich. So einfach ist das. Das heißt also, wir haben auch in der Beziehung eine Verantwortung an den Menschen gegenüber, nicht nur Freude
auch mit Ärger und Ablehnung, Widerwillen, Überheblichkeit und so weiter, wie all diese Dinge heißen, die wir ja alle kennen, aber vielleicht gar nicht immer merken. Die Wissensklarheit soll uns dabei helfen, uns so zu erkennen in einer tiefen Perspektive, sodass wir nicht nur innerlich Freude und Frieden erleben können, sondern auch ein Herd von Freude und Frieden für andere sind, an dem sich sozusagen andere wärmen können. Das ist der Sinn der spirituellen Praxis. Nicht nur, dass wir es für uns tun, wir tun es für jeden anderen mit. Haben wir es aber nicht für uns getan, kann keiner davon profitieren. Was ich nicht in mir selber schon zum Leben erweckt habe, das kann ich unmöglich anderen Menschen vermitteln. Das heißt nicht die schönen Worte, sondern das schöne Sein. Es ist nicht die Worte, es ist, was man ist. Und diese Wissensklarheit ist nur eine der vielen Methoden, die der Buddha gelehrt hat. Und wir sind jetzt gerade in diesem Moment an diesem Punkt des edlen achtfachen Pfades angekommen, wo es sich um die Achtsamkeit handelt, die ich im Prinzip auch mit dieser Wissensklarheit erwähnt habe, aber noch nicht vollkommen ausgeführt habe. Ich möchte noch einmal die vier Punkte der Wissensklarheit wiederholen, da wir ja nun alle hoffentlich Tongefäße sind, die weder Löcher noch Sprünge haben und auch nicht bis oben ran voll sind, vielleicht hilft es dann, diese halbleere oder dreiviertelleere Tongefäß zu füllen, wenn ich es noch einmal wiederhole. Und zwar, das erste ist, den Zweck, die Motivation unseres Denkens zu untersuchen. Das Denken ist der Anlasser, ist der erste Schritt, bevor wir sprechen oder handeln. Das heißt also, den Inhalt des Gedankens. Ist er ich-bezogen, ist er selbstsüchtig oder ist er gebend, schenkend, hilfreich? Mache ich Begrenzungen? Bin ich beim Beurteilen oder Verurteilen? Oder bin ich liebend und hilfreich? Habe ich festgestellt, dass ich anderen helfen will, dass ich liebend denke, was die Mittel, die ich anwenden will, um das auszudrücken durch Worte oder Taten, sind diese Mittel die rechten Mittel? Sind sie heilsam? Sind sie ethisch vollkommen in Ordnung? Und sind sie total unanfechtbar? Das ist gar nicht so einfach, das Zweite, weil die meisten Menschen basteln sich ihre eigene Ethik zusammen. Und da ist es auf dem spirituellen Pfad von der äußersten Wichtigkeit, die Ethik so ernst zu nehmen, dass auch das kleinste Vergehen dagegen schon erkannt wird und überwunden wird. Habe ich festgestellt, dass der Zweck und die Mittel in Ordnung sind? Dann, dritte Frage, würde der Buddha das tun? Vielleicht einfacher als erstmal sich die ganzen Lehrreden oder viele Lehrreden zu merken, was er alles gesagt hat. Man kann sich gut vorstellen, ob ein Erleuchteter so etwas tun würde. Wenn man jemand anders dazu nehmen will, ist auch recht. Das höchste Ideal auf jeden Fall. Wenn man da auch noch sagt, ja, das ist in Ordnung, dann sprechen oder tun und danach ausfindig machen, ob man den Zweck, den man im Auge hatte, erfüllt hat. Und wenn nicht, warum nicht? Was ist schiefgegangen? Bei dieser Überlegung verlieren wir dieses impulsive Reaktionen, die uns ja häufig das Leben schwer machen und nicht nur uns, sondern anderen, die den Frieden unterbinden und können durch diese Wissensklarheit viel harmonischer
mit uns selbst umgehen und daher viel harmonischer mit anderen. Die Harmonie, die wir in uns verspüren, ist die Harmonie, die wir um uns verbreiten. Nichts anderes. Es liegt nicht am anderen. Es liegt immer an uns. Was andere machen, das ist deren Karma. Und sobald wir wissen, dass wir gutes Karma machen, haben wir auch ein Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit. Das ist vielleicht genug für einen Abend. Wenn Fragen sind, so wäre jetzt die Zeit dafür. Ja. Also das Vermeiden von negativen Reaktionen, das kann man ja also im Meditationsraum mit liebenswerten Menschen, also kann man ja ganz gut machen. Ja. Aber wie ist es das in Extremsituationen, auf dem Krankenbett oder beim Zahnarzt, da so ein Schmerz kommt, da nicht negativ zu reagieren, hat man da überhaupt eine Chance dazu? Auf Schmerzen nicht ja, negativ. Es gibt eine Schmerzgrenze natürlich. Und diese Schmerzgrenze ist bei jedem verschieden. Je mehr man sich geübt hat, die Schmerzgrenze zu erweitern, desto leichter wird es. Es gibt natürlich eine Schmerzgrenze, das ist klar, für jeden. Und da nicht negativ zu werden, wenn es über die Grenze hinausgeht, ist wohl nicht möglich. Aber wie weit die Grenze ist, das ist individuell total verschieden. Es gibt ja Menschen, die ja bei dem kleinsten Insektenbiss schon jammern. Und dann gibt es Menschen, die eine ganze Menge vertragen können. Aber diese extremen Situationen, in denen wir uns befinden, mit unliebsamen Menschen, das hast du doch auch angesprochen, ne? Mit unliebsamen Menschen. Ja, da ist das eigentlich die größte Hilfe, sich daran zu erinnern, dass jeder sein eigenes Karma macht. Das heißt also, wenn jemand sich sehr unliebsam benimmt, ja, dann macht er sein eigenes Karma. Und da kann man nichts anderes wie Mitgefühl haben, dass dieser Mensch nun gerade dabei ist, schlechtes Karma zu machen. Und vielleicht ihm noch helfen, besseres zu machen, wenn es möglich ist. Wenn man ihm noch gut zureden kann. Manchen Menschen kann man ja nicht gut zureden, aber vielen Menschen kann man schon gut zureden. Und das ist eine sehr hilfreiches Erinnern. Und das ist übrigens das, was im spirituellen Pfad immer wieder vom Buddha angeschnitten wird. Das Liebenswerte zu lieben ist überhaupt kein Kunststück. Das kann jeder. Aber das Nicht-Liebenswerte zu lieben und das Schwierige zu erdulden, das bedeutet, dass wir dabei sind, uns auf diesem spirituellen Pfad so zu üben, dass wir eines Tages effektiven Gleichmut haben, wirklichen Gleichmut haben. Also das Erdulden, was natürlich Geduld mit einschließt. Das ist die spirituelle Lehre dabei. Ne? Ja. Ich habe nur mal eine Frage wegen des Essens, nicht? Was ist mit dem Schicksal? Ja. Wie zum Beispiel der Unfall jetzt nicht gewesen, die überhaupt nicht, die vielleicht nicht. Ob die achtsam waren oder nicht, das entzieht sich natürlich meines Wissens. Aber Schicksal als solches soll vielleicht das Wort soll bedeuten, dass es der Mensch überhaupt damit nichts zu tun hat, sondern dass es von alleine kommt. Und das hat der Buddha abgelehnt. Er hat gesagt, dass wir mit Ursache und Wirkung leben und die aber sich nur auf der ethischen Ebene bewegen. Das heißt also, wenn die Ursachen, die wir in die Wege leiten, nicht total ethisch sind, wir auch Wirkungen bekommen, die nicht gut sind und teilweise natürlich sogar sehr schlecht sein können, teilweise auch sehr gut. Es gibt aber auch andere karmische Resultate, zum Beispiel organisches und inorganisches Materie, mit denen wir nichts zu tun haben, denen wir auch in den Weg kommen können, wie zum Beispiel Erdbeben. Und da können wir auch in den Weg kommen und dadurch umgebracht werden. Es ist also nicht möglich zu sagen, dass alles, was geschieht, auf der karmischen Ebene geschieht, aber dennoch
viel mehr geschieht dort als nicht. Also er hat abgelehnt, dass es irgendwelches Schicksal gibt, das Zufall ist. Es liegt an unseren Absichten. Er hat gesagt, Karma, ihr Mönche, erkläre ich, sind die Absichten. Und die sind natürlich, das ist das, was ich versucht habe zu erklären, der Zweck und die Motivation in unseren Gedanken, die wir sehr häufig für selbstverständlich halten, nicht untersuchen und auch rechtfertigen. Und da haben wir natürlich ein großes Feld, mit dem wir arbeiten können. Ja? Das heißt, Mord des Tyrannen wäre nicht möglich. Was war das Erste? Den Tyrannen morden. Nein. Also, ich meine, wenn man... Die Mönche zum Beispiel, den Kopf zu wehren. Ja, das hat der Buddha auch abgelehnt. Ja. Er hat es vollkommen abgelehnt, weil Hass wird niemals durch Hass überwunden, Hass wird nur mit Liebe überwunden. Ob das nun gleich funktioniert, das hat er nicht gesagt. Aber das ist das Prinzip. Also die körperliche Abwehr und auch Mord eines Tyrannen, nein. Hätte er vollkommen abgelehnt. Was gibt's noch? Ich habe Schwierigkeiten mit diesem Mitgefühl und dieser Hilfsbereitschaft, wo ich denke, ich müsste mich abgrenzen oder auch Nein sagen. Dann habe ich jetzt nur keine Lust oder es ist mir zu viel. Oder würde ich einfach Nein sagen oder es mir über ein gewissen Ziel. Muss man untersuchen, wieso will ich Nein sagen? Was ist mein Grund dahinter? Der Grund kann ja zum Beispiel sein, dass man körperlich nicht fähig ist. Ist auch möglich. Also es geht mir darauf, dass ich denke, ich müsste Nein sagen, weil es für mich gut ist. Und dass ich dann Schwierigkeiten habe, ich will ihn ja eigentlich nicht verletzen, aber inwiefern ich das planen kann. Ja, also wenn eine Handlung aber gut ist, dann muss sie für beide Teile gut sein. Es ist unmöglich, dass sie gut sein kann, wenn sie nur für einen Teil gut ist. Also, wenn sie für einen selbst nicht gut ist, dann kann das nur daran liegen, dass man entweder körperlich nicht fähig ist, das zu machen, oder dass es andere Dinge gibt, die wichtiger sind, die zu machen sind. Aber die Untersuchung liegt immer darin, bin ich bereit, für andere da zu sein? Wie weit bin ich bereit, mich hinzugeben? Denn eines Tages muss man sich total hingeben, das aus, auf dem Totenbett nämlich. Wie weit bin ich bereit, das jetzt schon zu lernen? Und das ist eine ganz hilfreiche Frage. Also je mehr man sich begrenzt aus egoistischen Gründen, desto schwieriger ist es. Man muss sich untersuchen, wieso begrenze ich das jetzt? Es gibt natürlich gute Gründe. Es gibt den Grund der körperlichen Unfähigkeit, also Müdigkeit oder Krankheit. Und dann gibt es die Möglichkeit, andere Dinge sind wichtiger. Man muss andere Dinge tun, die hilfreicher sind. Oder ist es einzig und allein nur etwas, was ich mache, weil ich meine Ruhe haben will? Also das ist dieser erste Schritt der Gedankenuntersuchung. Und es ist sehr interessant. Denn das Interessante oder Hilfreiche daran ist auch noch Folgendes, dass man, wenn man es auf diese Art und Weise untersucht, man sieht, dass das ganz unpersönlich ist. Es ist nicht unbedingt, dass das nur ich mache das so und mir geht's jetzt gut oder schlecht, sondern aus der Methode des Buddha kann man entnehmen, dass das ja bei jedem so ist. Sonst hätte er das ja nicht als Methode angegeben. Diese Wissensklarheit, diese vier Schritte, so dass man das ganz objektiv untersuchen kann, was viel einfacher ist als subjektiv. Sich also da vorstellen und das wirklich mal so untersuchen, als wäre man ein Wissenschaftler, der in ein Laboratorium kommt und den Inhalt der Reagenzgläser untersucht. Genauso kann man den Inhalt seiner eigenen Gedanken untersuchen. Und das hilft einem, nicht so persönlich zu denken. Also es kann helfen.